Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fortress Craft Evolved. Ich war gerade hier auf dem Weg, hier nochmal ein bisschen Tin reinzupacken. War ich auch gerade. Hier hinten läuft ja eh noch ziemlich viel zusammen. Auch mal gucken, hier ist auch irgendwie... muss auch mehr Tin rein. Wir brauchen anscheinend mehr Tin. Da drüben ist allerdings Nickel. Dann haue ich hier noch ein bisschen Nickel rein. Davon habe ich ja gerade ein bisschen was. Hier oben ist noch ein bisschen Biomasse drin. Und der Teil hier läuft auch für die Forschung. Das ist gut. Ich müsste dann am Ende des Tages auch mal gucken, ob wir von oben noch ein bisschen Energie vielleicht runterbringen. Oder dass wir hier ein bisschen umbauen mit den... Ach, wartet mal, guckt mal, der läuft da rein. Das ist gar nicht richtig. Der soll da gar nicht reinlaufen. Der soll ja da reinlaufen. Dann läuft der da rüber. Und dann müssen wir den hier ersetzen. Und den zum Beispiel hier reinlaufen lassen. Und ihn natürlich auch gleich da hinsetzen. Nämlich egal. So. Alles klar, der läuft da lang. Und der läuft da lang. Sollten die hier nämlich mehr da rein powern und dann sollte das hier auch besser laufen. Ja, hier drüben gibt es noch Biomasse. Da können wir allerdings auch noch ein bisschen Biomasse von drüben reinsetzen. Hier, die wir gerade mitgenommen haben. Ich habe hier da oben noch irgendwie ein bisschen... Unkraut, hätte ich gerade gesagt. Ist es ja quasi auch. Liegt hier mit drinne. Ja. Ich habe noch hier etwas Tin. Und da rein. Hier ist sonst wieder alles ganz gut gefüllt. Ich weiß nicht, ob die neueren von diesen Teilen sich hier mehr bemerkbar machen. Effizienz. Wieso liegt denn die Effizienz da drunter? Power sollte doch eigentlich hier genügend reingehen, oder? Keine Ahnung. Oder haben wir hier irgendwie einen falschen Energieträger drin? Eigentlich auch nicht sein. Ich setze hier mal einen anderen Würfel hin, ob das dann besser ist. Werden wir gleich merken, dass jetzt hochläuft. Zieht er hier anscheinend mehr Energie raus, als er soll. Überträgt er nicht gut genug? Kann ich das direkt übertragen lassen? Könnten wir auch nochmal schauen. So. Gucken wir mal. Würde auch gehen. Überträgt er hier eigentlich auch ganz gut. Und 30. Okay. Ich weiß nicht, warum die Effizienz nicht perfekt ist. Kann der hier nicht schnell genug was rausnehmen? Bei 90 und hier ist er etwa auch bei 90. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Und der ist bei 90. Okay, das ist also relativ egal erstmal. Gut, ich setze hier mal trotzdem rauf. So, die Teile mache ich mit den anderen. Die kann ich nämlich woanders ganz gut gebrauchen. Muss ich nicht damit reinnehmen. Hier läuft das Zeug nach oben ganz gut aus. Ich würde eigentlich unten ganz gerne mal das, den Kram da abbauen auch. Haben wir noch... Oh, haben wir noch da. Okay.
fahre jetzt also hier mal auf die nette Ebene 40. Stopp, 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 stopp. Hier irgendwo müsste so die 40 sein. Da so zum Beispiel. Hier mal rein. Das hat ganz gut geklappt. Hau hier einmal oben ab. Setz mir hier gleich mal ein Licht rein. Dann gehen wir mal hier lang. Da müssten wir jetzt ja eigentlich gleich zu genau dem Thema kommen hier. Perfekt. Dann also hier auch nochmal ein bisschen was rausnehmen. Hier hinten liegt auch, wenn ihr so wollt, Mist rum. Genau. Und hier noch ein bisschen abbauen. Mir hier auch mal ein bisschen Licht machen. So. Hier den Kram nehmen wir hier mal weg. So. Hier ein Loch drinnen nehmen wir auch weg. Super. So, ich habe hier hinten nämlich dieses Thema, das hier. Achso, und eine Sache müssten wir noch gucken. Gibt's hier, ist hier schon die Höhe, wo irgendwas angreift? Nee, eigentlich nicht. Okay, sehr gut. Wir haben hier Kohle. Da drüben noch Kupfer und Kohle. Bauen wir das jetzt. Also ich würde sagen, wir bauen erstmal irgendwo Licht dran. Da unten ist ein Kohleteil. Also ich baue jetzt erstmal hier einen Kohleförderer rein. Der liefert die Kohle hier rein und liefert die auch nochmal einmal da lang und einmal da lang. Ich nehme den Kram hier nochmal raus. Quatsch. Ja. Und liefert die dann einmal noch hier in einen grünen. Quatsch, hier der grüne. Und hier in. Ich brauche einmal einen von den Teilen. So, hier muss dann ein bisschen Kohle rein. Ja, damit der anläuft. Gut. Habe ich jetzt hier drüben so ein Teil, was zum Beispiel dann hier den hinter hat, das Ganze hier reinliefert und hier noch genau Kohle reinläuft. So. Ich, genau. Nur mal weg. Keine Cutter. Gut, das ist jetzt ja nicht weit weg. Da könnte ich eigentlich mal hier hochspringen und mir diese Steel Cutter Heads besorgen. Falls sie nicht noch da oben drinne liegen. Nee. Okay. Ups. So. Hier sind die drinne. Sicher? Genau. Brauche ich was von dem hier? Zum Beispiel 1, 2, 3. So. Wenn ich die hier bauen, brauche vielleicht noch ein paar Iron Gears. Da. Jetzt welche von diesen Cuttern. Wie viel habe ich von dem Zeug? 7. Ja, okay. Damit schnappe ich mir hier erstmal den Part. Nehme hier auch das mal weg, damit ich an den dran komme. So, das läuft da rein. Kommt noch einer von denen drauf. Hier läuft die Kohle hin. Und hier hinten läuft dann der Part raus. Genau. Hier irgendwo nach vorne. Dann von mir aus hier rum.
mir aus auch schon darum. So. Und dann sollte das hier so an der Seite irgendwo lang gehen. Am besten weiter hinten. Wir nehmen den Kram mal hier weg. So, läuft hier lang. Ups. Hier rum. Dann irgendwo hier nach vorne. Wieder was weg. Schauen, so sollte das passen. Dafür kommt dann hier oben Licht dran. Ja. Läuft hier hin, läuft da rum und läuft hier lang. Und dann läuft es irgendwo hier rein. Müssen wir noch gucken. Genau. Das heißt, Tin läuft hier rein. Ja. Gut, läuft da lang, läuft hier rauf. Nur gucken und kommt von da und läuft hier lang. Okay, dann haben wir jetzt hier Tin. Wartet mal, vielleicht sollte Tin sogar eher hier lang laufen. Dann darüber. So, genau. Dann nehme ich hier den Kram weg. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir auf der anderen Seite noch Kopper. Ich will das nämlich nicht vergeuden und abreißen. Deswegen bauen wir das auch ab. So, hier geht es einmal hoch. Genau, hoch haben wir schon. Und einmal runter. Das heißt, ich müsste von hier einmal hochbauen. Gerade und runter. Perfekt. So, hier baue ich jetzt am besten irgendwie so eine Ebene ran, würde ich mal sagen. Eigentlich. So, wenn jetzt hier das Teil dranhängt und davon da Zeug wegreißt, müsste hier der hin, müsste auf die Seite das Teil, was nach oben geht. Heißt, hier müsste irgendwie die Kohle lang. Gut, dann füllen wir die Kohle doch mal hier ein bisschen rum. Ja. Lassen die hier langfahren. Dann dort hochgehen. Zack. So, dann kann ich die aber auch eigentlich... Brauche ich das überhaupt so kompliziert hier? Gar nicht notwendig. Und hier geht es dann nach unten. Und entsprechend dahin. Dahin könnte hier dran langlaufen. Einmal rumgehen. Genau. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Verdammt. Einmal falsch gesetzt. Jetzt nochmal falsch. Ja, jetzt sieht's richtig. Okay.
Da ist noch ein bisschen Platz, ne? Ja, okay. Das geht hier rum. Führt dann hier lang. Und entsprechend da drauf. Und sollte dann damit auch bis vorne laufen. Ja. Um dann da vorne auf das Band zu laufen. Haben wir auch noch Tin, ja? Kohle und alles. Okay. Hier läuft das ja quasi auf das Band drauf. Und das heißt, auch hier muss es einmal drüber laufen. Ja. Da hinten zum Beispiel, genau. Bis hier. Zack. Und dann darauf. Okay, und hier läuft es dann auf das Kupferband. Perfekt. Nehmen den Kram hier auch nochmal weg. Sehr schön. Hier gibt es dann Kohle. Genau, wir müssen mal gucken, der hier genügend rauszieht. Sieht eigentlich so aus. Okay, gut. Dann haben wir hier unten schon mal das Abbauteil fertig. Ich würde mal hochspringen und mal gucken, was die Massenspeicher so sagen. Speicher ist hier. Massen Storage Output. Bräuchte ich ja eigentlich auch ganz viel von. Meine Güte. Kann ich, aber kriege ich derzeit nicht hin, glaube ich. Okay, da hinten stapelt sich's auch schon wieder. Hier auch. Warum stapelt es sich hier? Ah ja, weil wir hier das gedreht hatten. Okay. Gut. Dann kann der Part hier wieder laufen und der sich füllen. Damit zieht er hier oben auch wieder Energie raus. Okay. Hier hinten läuft die Biomasse, der düst wieder los. Okay. Klingt auch erstmal sinnvoll. So, was haben wir hier hinten? Achso, Kryohopper. Da könnten wir eigentlich mal wieder reinschauen. Tier hier erstmal neu. Da ist nichts drin. Was ist denn hier los? Gibt es da oben irgendwie Probleme oder so? Dass er das nicht mehr hier runter liefert? Ja, auch irgendwie komisch, oder? Ich weiß es nicht. So, hier läuft immer noch Energie rein. Und da kommt anscheinend zu wenig. Hier vorne haben wir noch das Thema, dass der noch weitermachen muss. Da bräuchte ich jetzt als nächstes Tin, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder Blau. Ich packe mal Tin erstmal rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Okay. Dann kann der hier weiterarbeiten und den entsprechenden Kram da erzeugen. Wenn ich hier noch einen rübersetze, hat er dann genügend Energie? Sieht manchmal so aus, als würde der so ein bisschen bei der Energie nachlassen. Bin mir nicht sicher. Könnte allerdings auch sein, dass er, können wir ja einfach bei dem hier testen, dass er Probleme hat mit dem Rausnehmen. Move only. Wir teilen das hier mal. Gucken, ob
aber ein bisschen rausnehmen Problem ist. So aus. Okay, also ich schmeiß den Kram dann hier rein. Oh, das brauche ich gar nicht. Ich kann ihn ja hier reinschmeißen. Okay. Gut, das scheint es auch nicht zu sein. Wenn ich den hier resette, sieht das auch nicht viel besser aus, oder? Eigentlich nicht. Wenn ich hier noch eine Kugel nebensetze, ist dann vielleicht besser. Danach aus, oder? Auch so aus, als wenn der immer wieder runterfällt, weil er einen nachnehmen muss und wahrscheinlich ist das das Thema. Okay, alles klar, dann lasse ich das so. Ist halt so, nehme hier noch diese zwei Teile, das ist hier. Ist da rein, durchsuch mal kurz hier, ob hier irgendwo Müll drin ist. Ich glaube, irgendwo war doch welcher eigentlich, oder? Na gut, ist nicht so tragisch. Gut, das Ganze durchläuft hier die entsprechenden Sachen. Wir sind jetzt bei 105 Barren pro Minute derzeit. Das ist doch eigentlich gut. Und 400 Ohr pro Minute. Okay. Wir könnten eigentlich überlegen, ob wir da jetzt nochmal richtig groß auf die MK5 hier gehen. Die brauchen allerdings 8 MK4-Teile. Wir mal eins versuchen zu produzieren. Lightweight, Machine House und Copper Wire. Und Copper Wire. Also, ich brauche eins davon. Hiervon. Crafting. Davon. Bei 16 also, ja. Crafting. Minus 1 sind 15. Okay, Copper Wire. Crafting. Hi. Und jetzt hier wieder Lighthouse-Teile. Fehlt mir jetzt schon wieder hier Tin, ne? So aus. Was ist hier? Tin. Hier auch Tin, ne? Meine Güte. Überall wird hier gerade Tin gebraucht. Hier drüben war es allerdings Nickel. So, dann kann der Kram hier erstmal wieder laufen. Hier hinten. Naja, gut. Das nehme ich jetzt mal weg hier. Eh so wenig hier drin, dass wir den Kram auch einmal hier rausnehmen können. Und dafür noch ein bisschen Tin gekriegt. Okay. Weg, dann ist das so ein bisschen ordentlicher. Gut. Und hier kann der Part jetzt auch einmal weg hier. Haben wir hier hinten auch automatisch ein bisschen Platz. Gut. Okay. Ändert aber nichts an unserem Bedarf an vor allen Dingen Tin. Hier hinten mal nach. Gehe hier nochmal auf dieses Machine Housing Teil, aber das reicht trotzdem nicht. In dem Bereich brauchen wir Iron Gear. Das sollte noch machbar sein. Crafting. Charged Lithium Coils, ja, unproblematisch. Crafting. Crafting. Primary Upgrade Modul. Mit Maschinenblock.
Okay, dann gehen wir hier nochmal zu dem Thema. Hier vorne gibt es jetzt noch Titan, was fehlt. Machen wir dafür ein bisschen Nickel rein. Gucken, es verteilt sich ja hier eigentlich schon in alle Richtungen. Aber es ist noch zu langsam, ja? Okay. Na gut, dann müssen wir hier wieder hin. Und uns bei dem Kram nochmal ein Primary Upgrade Modul. 1, 2, 1, 2, 3. So, nehmen das hier nochmal mit. Hier nochmal rein. Crafting. Hat Spoils. Crafting. Ja, hier wären es jetzt 3 Stück, die ich bauen kann. 8 Stück. Spoils. Ach ne, hier die Teile, okay. Crafting. Und hier sind es wieder diese Primary Upgrade Module. 2. 42. Nein. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Crafting. Iron Gear. Crafting. Okay. Hier war es, glaube ich, noch eins, was ich brauche, oder? Bin nicht ganz sicher, wie viel es waren. Einmal Primary nehme ich noch mit. Ja. Und bei dem hier näher. So. Hier brauchen wir wieder Charge Lithium Coils. Also ich gehe mal auf die Lithium Coils, das ist hier. Hier hinten liegt schon Lithium drinne. Aber es ist einfach zu langsam. Die Frage, geht das hier schneller raus? Okay, das ist eigentlich egal. Interessant. Eigentlich steht das Lithium quasi hier hinten an und wartet auf diesen Bereich. Was haben wir hier? X. Ruder und Keuler. Probieren wir das doch mal. 3 Tinplatten. 1, 2, 3. So. Crafting. Keuler. Auch 5 Tinplatten. 1, 2, 3, 4, 5. Crafting. So. Und dann braucht das doch eigentlich, wie heißen die Teile? Hier, Lithium Coil Charger. Crafting. So. Geh mal hier auf irgendeinen anderen Bereich, hier hin zum Beispiel. Also, der, der und der. Wir setzen das mal hier ran. Eins. Wo habe ich es hingepackt? Hier. Nee, hier. Genau. 2. Und... 3. Müssen wir nur mal schauen, ob das nicht trotzdem da durchgeht. Und ne. Nimmt er den auch ohne Hopper? Nee, der braucht einen Hopper. Okay, nimm das mal raus. Sag, hey, okay, du brauchst einen Hopper. Remove only. Kommt auch noch ein Hopper hin. Remove only. Oh, hier jetzt, Gott, wo ist denn dieses Coil-Teil, was ich da gerade rausgezogen habe? Hier. Kommst da rein. Der braucht 5.
dann könnte man natürlich wirklich überlegen, ob wir das erstmal so bauen, dass der das da reinliefert, wenn der 5 braucht. Hier drüben packe ich jetzt nochmal Lithium rein. So. Dann gucken wir mal, ob der jetzt hier ein bisschen schneller durchläuft. Ah, das sieht doch besser aus. So passt das ganz gut zusammen. Energiemäßig. Es auch gut aus. Und wir sollten schneller Lithium-Coils zusammenbringen. Okay, super. Haben wir das auch gleich noch verbessert. Das gefällt mir schon mal. So, hier brauchen wir immer noch diese Coils, ne? Ja, da wird es gerade nichts mehr. Da müssen wir ein bisschen warten, bis wir die kriegen. Also zumindest 3 wären hier ganz sinnvoll. Geht's hier aber auch eher so schleppend voran. Gut. Aber es geht voran. Oh, das war einer. Mann, Mann, Mann. Können wir hier hinten nachgucken, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ist auch nur 1 drinne. Hier ist 0 drinne. Da laufen die noch rein. Okay. Das ist auch alles echt nicht so doll hier hinten. Könnte man theoretisch die Pellets noch reinlaufen lassen, wenn wir die dann da brauchen. Ansonsten passt der Spaß ja hier eigentlich zusammen. Sieht da oben auch die benötigte Energie raus. Eigentlich ganz gut aus. Hier hinten hat er jetzt allerdings die Biomasse, die wir nach oben liefern. Da wird es nicht mehr so doll. Hier hinten hat er allerdings jetzt auch... Wer hat denn hier jetzt Crystal verbraucht? Achso, weil da eins von den Teilen reingelaufen ist und es damit dann einmal weiter zappt. Wow. Okay. Na gut, aber immerhin wird es nach oben geliefert. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Fortress Craft Evolved.